Dieses Jahr gibt es für uns einen ganz besonderen Grund, den Tag der seltenen Erkrankungen zu feiern, den 29. Februar. Unser Zentrum für seltene Erkrankungen, das CESE, wird dieses Jahr 10 Jahre alt. 4 Millionen Menschen in Deutschland haben eine seltene Erkrankung. Das sind ungefähr 5% oder jeder 20. Oft haben unsere Patientinnen und Patienten eine jahrelange Odyssee hinter sich. Dafür gibt es unsere Medizindetektive am Universitätsklinikum Würzburg. Im Zentrum für seltene Erkrankungen hier in Würzburg helfen wir Patientinnen und Patienten, die jahrelange Symptome haben, aber noch keine Diagnose. Wir sind oft die letzte Instanz. Wenn alle anderen nicht weiter wissen, kümmern wir uns im multiprofessionellen Team um eine Diagnosefindung. Selten bedeutet für uns nicht unbedingt wenig. Eine Krankheit gilt dann als selten, wenn weniger als 5 von 10.000 Menschen in Europa an ihr erkrankt sind. Es gibt bis zu 8.000 verschiedene seltene Erkrankungen. Manche davon sind bekannt, wie zum Beispiel die Mukoviszidose oder die Trisomie 21. Andere sind ultra selten und betreffen nur ganz wenige Menschen, wie zum Beispiel ein Faktor 13-Mangel oder auch ein Kilquist-Syndrom. Patientinnen und Patienten werden in der Regel von Ärzten, zum Beispiel Kinderärzten, oder auch von Kliniken an uns überwiesen. Wir im CESE besprechen alle Fälle anhand der uns übersandten Unterlagen und Befunde im interdisziplinären Board. Wenn erforderlich, veranlassen wir dann weitere Untersuchungen über den Hausarzt, andere Kliniken oder auch im Rahmen einer Vorstellung bei uns. Wenn wir dann eine seltene Erkrankung diagnostiziert haben, können wir die Patienten an eins der 22 Fachzentren hier am Universitätsklinikum Würzburg verweisen oder auch zu Experten europaweit vermitteln. Bei mir war das so, dass ich anfangs Schmerzen in verschiedenen Gelenken hatte, die immer so punktuell aufgetreten sind, heute hier, morgen dort. Und dann bin ich beim Arzt vorstellig geworden, wir haben Blutuntersuchungen gemacht, wir haben versucht rauszufinden, wo es herkommt, hatten verschiedene Verdachtsdiagnosen, die sich dann aber alle nicht bestätigt haben. Und zum Schluss ist dann mein Hausarzt tatsächlich auf die Idee gekommen, hier im Zentrum für seltene Erkrankungen vorstellig zu werden. Bin dann hier eingeladen worden, habe mich hier direkt gut umsorgt gefühlt. Also es war ein sehr, sehr ausführliches Gespräch, eine sehr gute Untersuchung, sehr gründliche Untersuchung und dann tatsächlich doch einen Befund gehabt, den wir dann besprochen haben. In rund 40% der Fälle, die sich an uns wenden, können wir die Symptome erklären und mit einer seltenen Erkrankung in Verbindung bringen. Das muss aber nicht immer heißen, dass es aktuell eine gute Behandlung gibt. Selten bedeutet, dass die Behandlung auch selten ist. Deshalb forschen wir am UKW kontinuierlich, um Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten auch für seltene Erkrankungen zu etablieren. Grundsätzlich bekommt jeder von uns einen Abschlussbericht, auch wenn es aktuell keinen Hinweis auf eine seltene Erkrankung gibt. Wo wir können, empfehlen wir wenigstens Behandlungsmöglichkeiten der vielfältigen Symptome. Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass die Patienten und Patientinnen auf jeden Fall dranbleiben sollen. Sie sollen die Hoffnung nicht aufgeben, sie sollen weitersuchen und irgendwann wird ihnen geholfen und sie können ihr Leben wieder mit einer guten Qualität weiterleben.